Hallo, meine lieben Freunde. Hier ist wieder Silvia Weigel für euch, für Inside Cosmetics mit dem Thema Auffüllen und Rebalancieren. Also sprich, wie behandle ich Modelagen immer wieder neu, wenn die Kunden also zu unseren Folgeterminen kommen? Was gibt es da zu beachten? Was gibt es für Unterschiede? Alles das werde ich euch heute mitteilen. Ich hoffe, ihr findet Zeit dafür, auch wenn wir jetzt alle wieder arbeiten dürfen. Vielleicht hat der eine oder andere ja Mittagspause. Und ansonsten wisst ihr ja, könnt ihr ja die Videos jederzeit in unserer Mediathek auf unserer Seite nachschauen. Was gucken wir uns heute an? Ich möchte euch erklären, was ist Rebalancieren, was versteht man darunter, warum muss man rebalancieren, welche Diagnosemöglichkeiten oder welche Diagnosen der Nägel haben wir vorzunehmen, wie wird richtig rebalanciert oder auch als letzter Punkt. Die korrekte Entfernung von Modelagen, sei es jetzt von Brisa, Gel oder Liquid und Powder. Liquid und Powder, das ist das, wozu alle Acryl sagen. Ihr kennt, wer mich kennt, weiß, kennt jetzt auch meinen Spruch, der kommt. Acryl ist nicht die fachlich korrekte Bezeichnung dafür, da alle Kunststoffe, die wir in der Nagelmodelage verwenden, Acrylate sind. Deshalb werdet ihr von mir immer nur die Bezeichnung Liquid und Powder hören, wenn dieses System gemeint ist. Los geht's. Auffüllen versus Rebalancieren. Auffüllen, das ist das, was alle darunter verstehen oder was auch unsere Kunden denken, was wir tun, wenn sie zu unseren zu den Folgeterminen kommen. Es gibt jedoch einen riesengroßen Unterschied zwischen der Behandlung, wenn ich nur auffülle oder ich rebalanciere die Modelage. Was Balance ist, das wisst ihr alle. Unter Balance verstehen wir einen Zustand, in dem verschiedene Dinge in gleichen oder richtigen Mengen vorkommen oder die gleiche oder richtige Bedeutung haben. Was ist Auffüllen? Was ist Rebalancieren? Auffüllen heißt, ich fülle nur etwas wieder auf, was nicht mehr vorhanden ist. Rebalancieren heißt, ich bringe alles wieder in die korrekte Balance. Egal, ob es jetzt im Bereich der Modelage um Form, Länge, Design geht. Wenn wir von Auffüllen sprechen, Auffüllen bedeutet, dass ich nur diesen kleinen Wachstumsbereich, also sprich das, was herausgewachsen ist, wieder mit Modelagematerial fülle. So arbeitet oder so hat man gearbeitet in der Zeit, als es nur klare Modelagematerialien gab. Also als ich angefangen habe, Nägel zu machen, das ist ja nun auch schon ein paar Tage her, kannten wir nur die Variante klar oder rosé durchsichtig. Und natürlich haben wir dann immer nur diese Lücke gefüllt, die hinten entstanden ist durch den Rauswuchs des Naturnagels. Das war Auffüllen. Ne? Der Nagel ist letztendlich im Gleichgewicht wieder, weil die Hebelwirkung von der Länge des Nagels nicht mehr gegeben ist. Man hat ja auch zurückgekürzt, ganz normal, und hat die Lücke hinten wieder gefüllt. Das kann man auch immer noch machen, besonders wenn die Kunden wirklich nur sage ich mal, alle 2 Wochen kommen. Es ist selten heutzutage, aber der eine oder andere hat solche Kunden, ich im Speziellen auch, denen halt dieser kleine Wachstumsrand schon, den dieser Wachstumsrand schon stört und die deshalb schon nach 14 Tagen kommen, um
das wieder auffüllen zu lassen und eine neue Farbe wieder auftragen zu lassen. Rebalancieren. Beim Rebalancieren ist ein wesentlich größerer Aufwand nötig, denn hier geht es nicht nur darum, diesen auch größeren Wachstumsbereich zu füllen, sondern dass den Nagel, die Modellage ins komplette Gleichgewicht zu bringen. Wenn der Nagel 4 Wochen gewachsen ist, dann befindet sich weder der Stresspunkt noch die Smileline noch sonst irgendwas noch an der Stelle, wo sie korrekt sitzen muss, damit die Stabilität gewährleistet ist, damit das überhaupt funktionieren kann. Ja. Wenn der Nagel wächst, dann verliert er eben das Gleichgewicht. Und genau das passiert, so wie es uns unser Bild ja andeutet. Ich sage immer gerne, jeder hatte in der Schulung, in der Schule das Prinzip der Hebelwirkung kennengelernt. Das heißt, wenn der längere Hebel, die Nagelspitze wäre dann irgendwann der längere Hebel und könnte dazu führen, dass die Masse, die im hinteren Nagelbereich sitzt, nicht mehr anhaftet, sondern einfach abgehoben wird, weil vorne der Hebel zu starke Wirkungen zeigt. Schauen wir uns mal an, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir eine Modellage rebalancieren wollen. Wir können unterscheiden zwischen problemlos einfarbiges Rebalancieren, problemlos ein French zu rebalancieren. Und dann haben wir natürlich noch die diagnostische Variante, nämlich dann, wenn es Probleme gibt, dass wir herausfinden, woran es liegt und was können wir tun, um das zu verhindern in Zukunft. Das ist eigentlich das wichtigste Ziel, denn wir wollen ja die Modellage dauerhaft erhalten und in der Form und Schönheit erhalten, so dass wir dauerhaft Kunden haben, dass die Kunden immer gerne wiederkommen. Und deshalb ist es wichtig, gerade für die Überarbeitungstermine uns doch eine gewisse Strategie zu überlegen. Zur Vorbereitung des Rebalancierens ist erstmal wichtig zu sagen, es sollte gefeilt werden, denn während ich mit der Feile arbeite, kann ich schon gewisse Kriterien herauslesen, was hat sich am Nagel verändert, wie stark ist er gewachsen, war denn mein Aufbau, den ich letztens getätigt habe, so korrekt für die Länge, für die Form und für die Belastung, die der Nagel durchhalten musste. Alles das kann ich in dieser Zeit beim Erfeilen oder Befeilen der Modellage schon herauslesen. Was wir beim Vorbereiten eines Rebalancings auf keinen Fall verwenden sollten, sind Zangen, um eventuell sich gelöste Teile, also sogenannte Liftings, zu entfernen. Es ist leider auch heute noch bei einigen Modellistinnen eine übliche Herangehensweise. Wir können immer nur wieder davor warnen, denn bei stark mechanischer und stark grober mechanischer Ablösung von noch zum Teil gelösten, aber doch irgendwo ja noch festen Bestandteilen wird es dazu führen, dass man zu viel Hartkeratin mit abfetzt. Es kann zu Schmerzen führen, es kann bis hin zur Onykolyse kommen. Also bitte keine solchen Werkzeuge verwenden, um lose Stellen abzutragen. Wenn wir von Lifting sprechen im Zusammenhang von einer Rebalancierung, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo sich die Modellage liften kann.
Das ist euch ist hier mal aufgezeichnet und zwar, ich zeig's, geht meine Maus geht. Lifting an der Nagelhaut und an den Seiten, damit ist dieser Bereich hier gedacht, Nagelhaut, ne, an den Seiten. Also wenn die Modelage an den Seiten liftet, dann gibt es Taschenlifting, also Pocket Lifting nennen wir das. Das ist das, wenn sich das Material hier in der Mitte löst. Na, dieses sogenannte Pocket Lifting. Und es kann natürlich zu Rissen in den, und Brüchen an, von den Seiten her kommen. Es kann auch dazu kommen, dass sich der Naturnagel vom Produkt löst. Das ist dann in dem Bereich hier vorne an, zu treffen. Und auch da gibt es Ursachen für. Und wir müssen herausfinden, welche es hat. Wenn wir eine Modellage rebalancieren, die, wo es keine Probleme gibt und wo ein einfarbiger Produktauftrag ausgeführt wird, weil die Kundin danach halt einfach noch eine Farbe lackiert bekommt oder weil sie einen Hautton modelliert bekommt, über den nichts weiter rüberkommt. Das nennen wir dann eine problemlose einfarbige Rebalancierung. Hier kommt es darauf an zu beurteilen Form und Länge. Wo ist der Stresspunkt angesiedelt? Wo muss er hin? Und die Wachstumszone, sprich den Herauswuchs, der muss behandelt werden. Das sind die drei Kriterien bei einer problemlosen, einfarbigen Rebalancierung. Wenn das beurteilt wurde und keine Probleme weiter festzustellen sind, dann ist es ganz einfach. Wir kürzen den Nagel, wir bringen den wieder in die gewünschte Nagelform. Wir reduzieren den gesamten Produktauftrag um 50% und dann erfolgt natürlich ein neuer Produktauftrag unter Berücksichtigung der Designkriterien. Damit meine ich jetzt nicht Blume, Blümchen, Farbe oder sonstiges. Unter Designkriterien verstehen wir Nagelspitzenform, Seitenlinien, Stresspunktwölbung und Nagelbettrandbereichgestaltung, also diesen Übergang zu gestalten. Das sind für uns die Designkriterien. Produktauftrag natürlich auch nur 50% einer normalen oder einer Neumodelage. Sonst würden wir ja mit der Zeit die Nägel immer dicker und massiver gestalten. Also da immer drauf achten, so viel wie ihr entfernt habt, so viel könnt ihr auch nur wieder raufbringen. Ja, das erfordert auch ein gewisses Augenmaß. Und ich sage immer gerne, jeder hat, sollte den, das Bild des perfekten Nagels im Kopf haben und mit jedem Nagel an dieses Bild versuchen heranzureichen. Wenn ich jetzt einen French-Nagel rebalancieren möchte, wenn ich einen French-Nagel rebalancieren möchte, dann kommen zu den schon bekannten Kriterien, nämlich Form, Länge, Farbe und Stresspunkt, kommen noch hinzu die Smileline. Wo sitzt sie? Wo soll sie wieder hin? Ja, sie ist ja, hat sich ja auch nach vorne verschoben. Muss die Free Edge abgedeckt werden. Also Free Edge, wisst ihr, das ist der Bereich, der sichtbare Bereich, wo der Naturnagel in die freie Nagelspitze übergeht. Und normalerweise gibt es da ja dann, wenn ich mit einem klaren Material zum Beispiel arbeite, das sieht man ja dann sehr deutlich. Das ist natürlich mit einem deckenderen Material besser zu kaschieren. Und es ist natürlich auch die ungleichmäßige Farbgestaltung zu beurteilen, wenn ich nämlich das Nagelbett mit einem deckenden Material gestaltet habe, dann sieht man dann hier den Naturnagel in einer anderen Farbe
als das modellierte Nagelbett. Auch das muss man berücksichtigen, dass wir da wieder eine gleichmäßige Färbung hinbekommen. Das heißt, eine problemfreie French wird auch behandelt, ähnlich wie bei der problemfreien einfarbigen Variante, dass ich kürze und forme, dass ich um 50% mindestens das Material reduziere. Es kommt immer darauf an, wie ihr das mit dem French gestalten könnt. Ich persönlich neige dazu, eher noch schon fast 75% Modelage zu entfernen, damit ich wieder eine scharfe Smyline gestalten kann. Aber das, bitteschön, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann erfolgt natürlich der neue Produktauftrag mit unter Berücksichtigung der Designkriterien, also Form, Länge, Seitenlinie, Stresspunkt, Smyline und Nagelbettrandgestaltung. Kommen wir zur diagnostischen Variante des Rebalancierens. Das passiert immer dann, wenn wir beim Wiederholungstermin oder beim Folgetermin Probleme feststellen. Und zwar können es ganz unterschiedliche Probleme sein, es können nur einige davon sein, es können alle zusammen sein. Wann immer das passiert, müssen wir unsere Arbeitsweise überdenken. Denn wenn ich immer und immer wieder alles gleich mache und erwarte, dass es dann besser wird, das ist einfach, ja, wie soll ich es jetzt vornehm ausdrücken? Das wäre idiotisch, auf Deutsch gesagt. Ja, also wir müssen dann irgendwas ändern, sei es denn, dass man sich überlegt, ob Form und Länge für die Kunden und die Belastung geeignet sind oder das Material oder das System, was auch immer. Alles das führt, alles diese Überlegungen müssen wir treffen, wenn es zu diesen Problemen kommt, wenn ich eines oder mehrere dieser Probleme finde, wenn die Kundin zum Folgetermin kommt. Schauen wir mal nochmal. Nee. Vorbereitung, Zone 1. Es kommt zu Problemen in der Zone 1. Dann müssen wir Folgendes überlegen. Wenn die Form sich zu stark geändert hat, kann es daran gelegen haben, dass das Material vorne an der Spitze zu dünn aufgetragen wurde. Oder dass die Kunden es die Nagelspitzen zu stark belastet hat. Wenn sich der Naturnagel vom Material gelöst hat oder das Material vom Naturnagel gelöst hat, dann gibt es ein Ungleichgewicht im Feuchtigkeitsgehalt des Naturnagels. Das heißt, da ist der Naturnagel zu stark ausgetrocknet, er rollt sich zu stark ein und kann deshalb die Anhaftung am Modellagematerial nicht mehr gewährleisten. Hier muss einfach reagiert werden. Das können wir nicht so lassen. In dem Fall, dass sich der Naturnagel an der Spitze gelöst hat, muss an der Stelle das Material komplett abgetragen werden bis auf den Naturnagel und muss neu beschichtet werden. Anders geht es leider nicht. Wenn die Smyline rausgewachsen ist, ja gut, das passiert nun mal nach 3 bis 4 Wochen, dann müssen wir halt die definitiv neu setzen. Das hat nicht unbedingt mit einem Problem zu tun, das passiert nun mal, aber es gehört ja dann in dem Fall mit dazu. Das ist das, was in Zone 1 auftreten kann. In Zone 2 kann es zu Liftings kommen, nämlich entweder zum Lifting hier in der Mitte oder zum Lifting am Randbereich. Wenn es zum Lifting in der Mitte kommt, dann lag es an einem, im Fall von Liquid und Powder, an einem unkorrekten Mischungsverhältnis. Bei einer Gelmodellage zum Beispiel könnte es daran liegen, dass das Gel mit
der Belastung nicht kompatibel ist. Dass es entweder zu hart war für den Nagel oder zu weich für die Belastung. Dann kann es auch dazu kommen, dass eine Modellage sich in der Mitte liftet. Wenn es sich am Rand liftet, dann könnte es daran gelegen haben, dass die Modellage während des Auftragens an die Haut gekommen ist. Ihr wisst, auf Haut hält nichts. Modellage, die über die Haut gearbeitet wird, führt unweigerlich zu Liftings. Das bleibt dann nicht aus. Wenn es zu Rissen im Stresspunktbereich gekommen ist, dann ist das Problem, dass einfach der Stresspunkt wahrscheinlich falsch konzipiert war oder zu wenig ausgearbeitet, dass der Nagel einfach zu flach gearbeitet war in dem Bereich und deshalb der Belastung nicht standhalten konnte. Dann müssen wir halt auch beim Neuauflegen den Stresspunktbereich verstärken. In der Zone 3, wenn es da zu Problemen, natürlich die ungleichmäßige Farbe in der Wachstumszone kommt. Dann muss auch hier das Material wieder ausgedünnt werden und neu aufgetragen werden, um eine gleichmäßige Färbung zu gestalten. Das sind die Schritte. Also das ist das, was zu überlegen ist, wenn es zu Problemen kommt. Das heißt, indem ich die problematische Masse abtrage, kann ich diese Überlegungen alle schon stellen und mir dann die Arbeitsweise, die Herangehensweise beim Wiederauftragen der Massen überlegen. Nochmal kurz, eins habe ich vergessen. Und zwar, wenn wir Risse feststellen in der Modellage, wie gehen wir da vor? Natürlich müssen wir diese gelösten oder gerissenen Materialien entfernen. Das heißt, entweder könnt ihr das V-förmig links und rechts vom Riss einfeilen bis runter auf den Naturnagel. Sollte dieser Naturnagel nicht mitgerissen sein, dann kann ein normaler Produktauftrag erfolgen. Sollte der Naturnagel mit eingerissen sein, dann nützt es nichts, da einfach nur wieder Modellagemasse drüber machen, weil dieser instabile Riss wird auch die neue Masse wieder reißen lassen. Hier hilft wirklich nur, tragt das Material ab, wahrscheinlich dann wirklich zu 100%. Oder löst es ab, damit ihr auf den Naturnagel kommt und repariert diesen Riss. Zum Beispiel mit einem Stück Fiberglasgewebe oder mit einem Stück Seidengewebe. Die gibt es ja auch in selbstklebend. Die kann man dann wunderbar wie so ein Pflaster hier über diese Rissstelle legen und diese dann übermodellieren. Und somit haben wir diesen Riss stabilisiert und er kann die Modellagemasse oben drüber nicht wieder reißen. Das ist ganz wichtig. Das wollte ich euch unbedingt noch erklären, denn manchmal ist das, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie wir da reparieren können. Ganz wichtig. Wenn wir also eine diagnostische Modellage oder eine Modellage diagnostisch rebalancieren, sagen wir es mal so rum, dann ist es also wichtig, Kürzen und Formen. Die Modellage muss sicherlich um 75% reduziert werden, einfach um die vorher benannten Probleme abtragen zu können, gerade wenn es Pocket Liftings gibt. Zum Beispiel bei Pocket Lifting müssen wir ja bis auf den Grund des Liftings, das heißt bis auf den Naturnagel, und dann sind es eben auch sogar mehr als 75%, die abgetragen werden müssen. Und dann bitte unter Berücksichtigung der Designkriterien ein neues Produkt oder ein neues Produkt auftragen, gegebenenfalls das System wechseln, wenn die Probleme sehr gravierend waren oder eben anders reagieren, zum Beispiel den Stresspunkt verstärken.
besonders sauber im Randbereich arbeiten, damit es dort zu keinem Kontakt mit Hautzellen kommen kann. Form und Länge korrigieren. Ich habe wirklich schon Erfahrung gemacht, dass manchmal die Nagelform mit für die Probleme verantwortlich sein kann. Nicht jeder kommt mit jeder Nagelform gleich gut zurecht. Der eine braucht doch eher die ovale Form und stößt halt mit einer eckigeren Form eher an. Bei dem anderen, dem fehlen wieder die Ecken. Der hat mehr Probleme mit einer ovaleren Form. Also macht nicht immer wieder genau das Gleiche, sonst werdet ihr nie herausfinden, wie ihr die Probleme lösen könnt. Natürlich kann man immer mit zusätzlichen Haftmitteln und anderem arbeiten, aber manchmal ist das wirklich nicht notwendig, wenn man eine vernünftige Diagnose gestellt hat, um herauszufinden, was die Ursache dieser Probleme sein kann. Wenn denn jetzt die Probleme bei einer Rebalancierung überhand nehmen, sodass es vielleicht notwendig wäre, die Modelage zu entfernen, dann gibt es dafür auch Mittel und Wege. Was allerdings auf keinen Fall notwendig ist, so wie man doch ab und zu mal noch hört, nach einem halben Jahr muss alles runter, der Nagel muss sich erholen. Das stimmt so nicht. Das ist völlig falsch, kann ich so sagen. Auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir wissen alle, ein Naturnagel wächst und in circa 4 bis 6 Monaten ist der Naturnagel einmal komplett durchgewachsen. Warum sollte ich also jetzt warten, bis sich neue Zellen gebildet haben, wenn ich doch sowieso nie auf denselben Zellen wieder arbeite wie beim letzten Mal? Ja, also es ist völlig falsch, es ist nicht richtig und nicht notwendig. Im Gegenteil, wichtiger ist, dass wir nicht jedes Mal alles bis zum Getno entfernen, sondern die Materialien, die wirklich fest mit dem Naturnagel verbunden sind, auch darauf belassen, weil das viel schonender ist als jegliche Entfernung von Modellagen. Wichtig ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Modellagen zu entfernen. Die gängigste ist natürlich das Abfeilen von Modelagen, weil es halt einfach auch mit die schnellste Variante unter Umständen ist. Jedoch gibt es da etwas zu berücksichtigen, nämlich seid sanft, nicht zu grob und schont den Naturnagel. Die anderen Varianten sind Eintauchen in Aceton oder wir weichen mit Wraps ein. Was gibt's noch? Ach so, Folie und Wattepads. Das hatten wir ja, bevor wir die Wraps hatten. Ja, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Also einweichen in Aceton. Haben wir früher gemacht. Ich hatte sogar so eine wunderschöne kleine Tassenheizplatte. Darauf kam die Glasschüssel mit dem Aceton. Die Kunden haben ihre Nägel dort eingetaucht und blieben dann so lange in dem Bad sitzen, bis die Modellagemasse gerade bei Pulverflüssigkeit komplett ab war. Alles hatte auch Vorteile und Nachteile. Vorteile ist, hat kein Problem gehabt mit dem Abfeilen von Modellagen. Man hat sich also die Arbeit etwas erleichtert. Der große Nachteil ist jedoch, dass A, sehr viel Produkt verbraucht wurde und B, natürlich die Haut stark ausgetrocknet wurde, weil einfach die Fingerspitzen komplett im Aceton gebadet haben. Dann kam die Variante Folie und Wattepads auf, die wir dann zurechtgeschnitten und eingewickelt haben, bevor dann die kompletten Wraps auf den Markt kamen. Der Vorteil von Remover Wraps ist einfach A, die sparsame Verwendung von Lösungsmitteln, als auch der so gering wie möglich gehaltene Kontakt von Haut und Nagel mit dem Lösungsmittel. Ne, die Feile ist dann, wie gesagt, noch das andere. Ups, Entschuldigung, die Feile ist noch das andere Mittel.
Aber auch dazu braucht es Übung, damit wir eben nicht zu lange auf dem Natur und zu viel auf dem Naturnagel rumfeilen. Wenn ich ein Produkt abfeile, dann empfehlen wir, dass ihr mit 100 Grit beginnt. Aber je näher ihr dem Naturnagel kommt, umso feiner sollte die Feile werden, damit der Schaden am Naturnagel so gering wie möglich gehalten wird. Ja, zwischendurch könnt ihr natürlich auch immer mit Scrubfresh oder Alkohol reinigen, um zu sehen, wo ist Naturnagel und wo ist Produktreste, wo sind Produktreste, damit man dann auch wirklich nur da feilt, wo noch Produktreste sind. Sehr zu empfehlen. Und sollte keine neue Modellage gewünscht werden hinterher, dann massieren wir natürlich Solar Oil ein, am besten mit der blanken Seite vom Koala Buffer. Der nimmt keine Keratinschichten mehr weg, sondern presst das Öl zwischen die Zellen, sodass da möglichst schnell eine Balance wieder von dem Feuchtigkeitsgehalt auf dem Nagel erreicht wird. Mit Wraps ablösen, dazu empfehlen wir, dass ihr das Produkt reduziert, einfach um die Einwirkzeit so gering wie möglich zu halten. Denn wenn ihr eine Vollmodellage ablösen wollt, das würde einfach viel zu lange dauern. Es ist zeitlich nicht im Studioalltag umzusetzen. Also reduziert die Modellage, sodass wirklich nur noch eine dünne Schicht auf den Nägeln ist und erst dann mit Wraps einwickeln und einwirken lassen. Das wäre wirklich die schonendste Variante, damit wir sicherstellen, dass keine Keratinschichten abgetragen werden. Das sind die Remover Wraps, die wir haben. Die kennt ihr alle schon, die kennt ihr, wer mit Shellac arbeitet, da gehören die ja definitiv dazu. Die sind halt ideal, weil dort diese schon fest verbundenen kleinen Wattepads befestigt sind, sodass nichts verrutschen kann. Die Alufolie ist nicht zu dünn, man kann sie also wirklich super um die Finger wickeln und es bleibt eine perfekte Passform. Das ist ja wichtig, damit das Lösungsmittel dort wirken kann, wo es hin soll. Das ist das Awfully Fast, unser Moisturizing Remover. Es enthält natürlich Aceton, logischerweise, weil Aceton ist nun mal das Lösungsmittel, das wir benötigen. Jedoch sind hier Inhaltsstoffe mit beigemengt, und zwar ist das Macadamia-Nussöl, das auch die Austrocknung der Haut und des Nagels entgegenwirkt. Und es sind Gurken-Duftstoffe mit drin, die den Geruch angenehmer machen. Denn Aceton, wer rein Aceton schon mal gerochen hat, das ist nicht so lecker. Und wir wollen ja, dass unsere Servicebehandlung doch ein angenehmes Erlebnis für die Kunden bleibt. Und da gehört nun mal der Geruch mit dazu. Und deshalb haben wir hier Gurken-Duftstoffe mit drin. Wenn wir mit den Foil Remover Wraps arbeiten, dann wird also das Pad getränkt. Dann platzieren wir das Pad auf dem Nagel und befestigen es, indem wir es schön fest um den Finger wickeln. Die spezielle Technik dazu, zeigen wir auch auf den Veranstaltungen immer wieder, damit ihr sicher seid, dass die Pads gut sitzen. Es ist genau dieselbe wie beim Shellac ablösen, festsitzen. Und wer noch zusätzlich Hilfe geben möchte, damit man sicher ist, dass nichts verrutscht, es gibt ja diese Clips, diese Soak-Off-Clips. Die könnt ihr natürlich auch immer noch darüber geben und damit sicherstellen, dass auch wenn die Kundin vielleicht mal Zeitung liest oder noch ein Käffchen trinkt, dass die Wraps da sitzen bleiben, wo sie sitzen sollen. Beim Entfernen dann, auch hier wird so gearbeitet, wie wir es vom Shellac her kennen, indem wir das Pad nochmal auf den Nagel richtig drücken und mit
Dreh- und Ziehbewegungen die meisten Rückstände mit entfernen und abziehen können und erst dann vorsichtig mit dem Koala-Buffer nochmal eventuelle Reste von der Oberfläche entfernen. Also gerade Pulverflüssigkeit wird so, ich sage immer gerne so wie aufgelöste Gummibärchen, das wird so wie Gelee, so eine festere Gelee-Variante. Und das kann man dann wirklich mit einer ganz sanften Feile leicht abradieren und stellt damit sicher, dass es muss nicht grob gefeilt werden und die Nagelplatte wird so gut wie gar nicht mehr berührt. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch die Bedeutung der Begriffe auffüllen und rebalancieren erklären. Es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen und letztendlich ist es heutzutage eher so, dass wir bei jedem Folgetermin rebalancieren, weil wir meistens entweder weil die Kunden einen längeren Zeitraum überbrückt haben oder weil einfach die Art der Modellage das erforderlich machen. Wenn ich eben zum Beispiel alle 4 Wochen ein neues French setze, dann macht Auffüllen keinen Sinn oder auch ein Babyboomer muss jedes Mal komplett neu gemacht werden nach so langer Zeit, sodass da einfach das Rebalancieren dann die zu verwendende Technik ist. Nochmal für euch, denkt auch dran, das preislich zu unterscheiden, denn es ist nun mal ein anderer Arbeitsaufwand, ob ich auffülle oder rebalanciere. Das muss man berücksichtigen. Es geht nicht nur ums Material, es geht auch um unsere Zeit und um unser Wissen, was wir da einsetzen. Ne? Denn eine diagnostische Behandlung einer Rebalancierung erfordert schon ein enormes Wissen über Naturnagel, über das Produkt, über die Physik und Chemie. Also alles das fließt da bei uns ein. Und auch wenn wir uns fürs Ablösen entscheiden, ist es wichtig zu wissen, wie ich es korrekt anwende, um die bestmögliche Behandlung für unsere Kunden, zu ermöglichen. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr dürft sie, stellt sie einfach. Ich beantworte sie im Nachhinein gerne, weil ich jetzt im Moment mit dieser PowerPoint keine Möglichkeit habe, auf die Kommentare einzugehen. Das Video wird wieder wie gewohnt in der App zu finden sein oder auch auf unserer Seite unter den Videos. Ihr könnt es jederzeit anschauen und wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt uns an. Wir helfen euch gerne weiter oder geben euch Tipps und Infos, so es in unserer Macht steht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben, und hoffe, ihr hattet Spaß und habt wieder ein bisschen was gelernt oder habt noch mal was aufgefrischt und macht euch hoffentlich und macht euch bei euren Kunden wieder etwas beweglicher sozusagen. Bis dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.